Grüezi in die Schweiz. Oder wie das bei euch heißt. Ja, moin moin, ein Norddeutscher. Ein Norddeutscher aus Norddeutschland. Heute ist es endlich soweit. Ich als Norddeutscher habe die Ehre, den Schweizer A&S-Tabak endlich mal testen zu dürfen. Ich will nicht lügen, aber ich habe bestimmt 30 oder 40 Anfragen gekriegt, ob ich den jetzt nun mal endlich machen kann. Der kannte ich erstmal gar nicht. Und habe dann Zufall gesehen, dass es den ja nur bei Snuff & More gibt. Und ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert. Und ja, seid gespannt drauf, was dabei rauskommt. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück, der Diverskanal meldet sich wieder heute am Sonntag. Jawohl, Sonntag, die Zeit für besondere Schnupftabake. Und ehrlich gesagt, hätte ich eigentlich gar nicht den A und S da so drin vermutet. Aber da ich jetzt nun so viele Anfragen auch von euch bekommen habe, ob ich den jetzt endlich mal machen kann, habe ich dann gedacht, ja, jetzt denke ich mal, ist es genau die richtige Zeit dafür, damit anzufangen. Und ich freue mich sehr, dass wir endlich es geschafft haben, dieses Video rauszubringen. So, Schweizer A und S. Schweizer Menthol Schnupftabak. Wir schauen uns erstmal die Dose an. Oder ich zeige euch die einmal. Wir gucken gleich nochmal ganz genau. So sieht das aus. So, und ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, da fiel mir gleich ein, als ich die Dose erkannt habe, denkt man denn so, ja, die in der Schweiz ist ja McChrystals sehr bekannt. Das ist bestimmt einfach so ein McChrystals-Verschnitt. So, na, natürlich falsch gedacht. Denn wir gucken jetzt mal, wie das schon vom Anfang an überhaupt aussieht. Und das ist schon sehr interessant. So, wir gucken einmal. Die Dose sieht so aus, es ist eigentlich gar nicht mal so unglaublich spektakulär. Hier steht drauf, Tradition seit 2013, A und S, Schweizer Menthol Schnupftabak. Hier vorne ist der Warnhinweis drauf, tut mir leid, wenn das jetzt nicht ganz so scharf wird. Ich gebe mein Bestes. Hinten ist dann der Aufkleber drauf, exklusiv bei Snuff & More. Also den gibt es auch wirklich nur bei Snuff & More zu kaufen. Hier haben wir dann 10 Gramm sind drin und das Ganze wird in der Schweiz natürlich dann auch hergestellt und haben dann halt, wie gesagt, das ist halt also wirklich ein original Schweizer Ding. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Sieht tatsächlich nicht aus wie McChrystals, also definitiv nicht. Es sieht tatsächlich sehr lustig aus, es hat von der Konsistenz her, ist es relativ dem Samuel Gavitt ähnlich, wobei ich tatsächlich im ersten Moment auch an den Prager Schmalzer gedacht habe, als ich daran gerochen habe, da kommen wir nämlich gleich zu warum. Und ich habe gedacht, Mensch, das kennst du doch irgendwoher. Ja, wir haben hier aber wie gesagt eine schöne Feuchte auch drin bei dem Schnupftabak. Schön, nicht ganz so fein, das muss ja auch immer gar nicht sein. Ich finde das ja gerade ein bisschen gröber, eigentlich auch schon viel besser. Ich würde jetzt aber mal vorsichtig sagen, der hat ungefähr die Pöschel-Konsistenz, so vom Mahlgrad her. Aber wie gesagt, wir haben hier einen super ultra fluffigen Schnupftabak und das Ganze sieht schon mal wunderbar aus und macht eigentlich schon Lust, echt jetzt hier mal sich die erste Prise reinzupfeifen. Aber vorher würde ich sagen, drehen wir das erstmal um. Und man riecht es hier oben schon. Ich muss mal einmal nochmal, weil ich muss ja jetzt heute, ne, seid mir jetzt nicht böse, ich habe natürlich jetzt vor lauter Aufregung, habe ich jetzt natürlich vergessen, einen Schnupfspruch rauszusuchen. Und da ist heute ein, also heute versuche ich mich mal an einem Schweizer Schnupfspruch, weil ich denke mal, für euch Schweizer ist das eigentlich nur fair, wenn man jetzt hier wirklich mal einen Schweizer Ding raussucht und dann würde ich das mal der hört sich eigentlich schon ganz gut an. Ich hoffe, ich kriege es so hin. Aber erstmal wollen wir jetzt natürlich an dem Tabak riechen, bevor das hier gleich mit der Prise losgeht. Ja, wenn wir dran riechen. Ja, es riecht tatsächlich im ersten Moment ein bisschen nach Schnaps.
Warum? Kann ich genau erzählen. Das steht nämlich tatsächlich auch auf der Internetseite unter häufig gestellte Fragen. Warum riecht eine frisch geöffnete Dose nach Alkohol? Menthol ist bei Zimmertemperatur kristallförmig, da es sich nur in Alkohol lösen lässt, kann eine frisch geöffnete Dose A&S noch Restmengen von Ethanol enthalten. Ja, aber das riecht man hier definitiv raus. So, aber riechen wir jetzt nochmal weiter. Man muss sagen, das Menthol riecht man hier zu Anfang gar nicht. Es riecht tatsächlich sehr süßlich. Eine sehr süßliche Komposition von Tabak, das mich wirklich tatsächlich entfernterweise... Oder was heißt entfernterweise? Also es erinnert mich tatsächlich an diesen Prager Schmalzler wieder mal. Aber sehr genial gemacht. Also man riecht hier wirklich diese schöne Tabaksüße raus. Ich habe ein bisschen was leicht Kirschiges tatsächlich in der Nase. Menthol kommt hier im ersten Schub noch gar nicht so durch. Das riecht auch nach sehr ätherischen Ölen. Also richtig schön nach Apotheke. Ne? Total genial. Und... macht also definitiv ganz, ganz viel Lust, sich jetzt mal eine Prise reinzuhauen. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Wir machen das hier ganz immer mit der normalen Methode auf dem Handrücken. Und ja, ich habe hier auch noch einen Spruch. Oh Gott. Ein rechter Schweizer hätt immer ein Schnupftibi und es dösli schnupft, drum hämmergli, drum schnupfe mehr Eis und hens gürt. Der Schnupf, der müß ins Blut. Drum nehme nur a Prisa, ich hoff nicht mi mon Cheeser. Und mehmo Cheeser, so mehmo nö a Prisa. Pris. Ist das herrlich, liebe Freunde? Ist der Schnupftabak geil, Mann? Also, liebe Schweizer, ich muss euch, ich habe das jetzt, das war jetzt hier keine Veräppelung, ich habe wirklich nur versucht, in eurer Landessprache zu reden. Da habe ich wahrscheinlich völlig verkackt, aber ist egal. ich komme ja auch aus Norddeutschland. Ist das herrlich, liebe Freunde? Ist das herrlich? Wenn wir ihn in der Nase haben, kommt ein sehr schön... eigentlich im Prinzip kräftiger Mentholkick hin, aber das Ganze wirkt dennoch nicht zu überaromatisiert. Also das ist wirklich sehr stark an Menthol, aber es wirkt relativ dezent. Ich weiß nicht, was für ein Menthol die Leute da reinhauen, aber das ist im Prinzip schon mal absolut geil. Danach kommt ein bisschen Tabaksüße heraus. Geil, bisschen Prager Schmalzler Feeling, tatsächlich, muss ich tatsächlich mal sagen, ist jetzt doof, wenn ich diesen Vergleich ziehe, aber es riecht schön, ein bisschen nach Kirsche, sehr süßlicher Tabak. Und dann bleibt das Ganze auch sehr, sehr lange in der Nase drin und es ist komplett genial. Also es ist wirklich geil, liebe Leute. Ich habe wirklich erst gedacht, oh mein Gott, das ist bestimmt nur so ein versucht worden, einen McCrystal nachzuahmen. Nein. Überhaupt nicht. Also die Dose haben sie vielleicht dort auch gekauft. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht bei McCrystals auch die Dose nehmen kann. Aber nein, 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 nein. Es ist wirklich was völlig anderes und es steht wirklich für sich alleine. Genial, liebe Schweizer. Ich bin wirklich neidisch auf euch, was ihr auch so mit dem Schnupftabak fabrizieren könnt. Man kann das Ganze auch wieder mit den Rosinskis hier aus Deutschland eventuell von der Qualität her gleichsetzen. Das merkt man sofort beim Schnupfen von der Konsistenz des Tabaks. Und mit dieser Liebe zum Detail, die es hier auch bei dem A&S definitiv drin ist. Wie gesagt, diese schöne Menthol. Und das ist wirklich mal eine aufregende Mentholisierung. Das ist nicht einfach so, batsch, Menthol, ne, Nase dicht, Nase frei. Ne, hier, sanft, aber dennoch kräftig. Geile, süßliche Tabaknote im Hintergrund. Total genial. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen auch auf der Internetseite schlau gemacht. Einfach mal, um mal so ein bisschen was zu gucken. Da gibt es so ein bisschen Geschichte drüber. A&S wird in Basel von Hand hergestellt, der Tabak. Der Schnupftabak wird von Hand hergestellt in Basel. So, der Tabak ist nicht aus der Schweiz. Als Rohstoffe dienen hochwertige Überseeimporttabake sowie ätherische Öle und Orientbalsame. Was eine geile Idee. Also sowas schon mal wieder aufleben zu lassen, weil das ist nämlich, das kommt nämlich gleich, das Rezept geht auf Schnupftabak zurück, die bis vor gut 100 Jahren in Apotheken hergestellt wurden.
Und das ist wirklich schon interessant, dass man jetzt hier sagt, okay, versuchen das wieder auf den Markt zu bringen, wie vor 100 Jahren. Und geil, liebe Leute, bitte weitermachen. Total genial. Denn anfänglich wurde er von Dr. Cyril Andenmaten in sehr kleinen Mengen für den engeren Freundeskreis aus alten, nicht mehr rauchbaren Zigarren hergestellt. Und die Rezeptur entwickelte er, nachdem er im Jahr 2000 neuer Besitzer der Blasi-Apotheke in Basel wurde und dabei auf eine alte Literatur über Schnupftabak stieß. Ja, sehr gut, Dr. Andermaten, dass Sie das gelesen haben. Also ist sehr, 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 sehr gut. Ja, und das Ganze ist irgendwie so, der hat das dann irgendwie noch fürs Militär, der war beim Militär, hat das dann irgendwie noch mal für seine Dienstkameraden hergestellt. Und irgendwann sind sie dann darauf gekommen, dass sie das denn doch als Geschäftsidee machen und diesen Tabak herstellen. Und A und S bedeutet, sind halt die beiden Nachnamen von den beiden, die das jetzt gemacht haben, also Dr. Andenmaten und Thomas Schad, also Schad und Andenmaten. Das reicht auch. Ne? Man braucht sich auch nur so nennen. Und es ist auch wirklich hier, auf diesem, es ist wirklich nicht mal irgendwie ein Logo jetzt so bombastisch oder so. Also ist nicht mal irgendwie groß, ja, wie soll man sagen, es ist nicht mal irgendwie groß hier so, ne? Sondern einfach so ganz normale stattliche Internetseite, wo ein bisschen was draufsteht. Das reicht. Das reicht, liebe Freunde. Es muss gar nicht so kompliziert sein. Es reicht einfach. Ne? Gut, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Also, jetzt gegen Ende, das Menthol lässt, es bleibt auch wirklich so, es ist auch nicht so, dass das Menthol so einmal so ganz schnell so BAM und dann ist das wieder BAM weg, sondern das bleibt hier wirklich die ganze Zeit super in der Nase drin und das begeistert mich, weil sowas hatte ich echt lange nicht mehr, sowas richtig Gutes und also da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert schon mal von im Anfang. Man muss natürlich gleich dazu, ich muss gleich nochmal nachpriesen, macht einfach so höllisch Spaß. Es ist allein schon auch so ein bisschen, sowas wie von so einem guten Wein hat das Ganze auch. Also es ist auf jeden Fall nicht so ein, ist natürlich ein alltäglicher Schnupftabak auch, den man auch für den Alltag wunderbar benutzen kann, aber auch in geselliger Runde beim Bier wunderbar, passt das, super. Ich fühle mich eigentlich gleich bei euch in die Schweiz versetzt. Jetzt noch einen schönen Emmentaler dazu und so ein, was ist denn noch so typisch schweizerisch? Weiß ich jetzt nicht. Ah ja, ein Käsefondue zum Käsefondue würde ich den natürlich auch empfehlen. Sehr, 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 sehr geil. Also, das ist wirklich mal was ganz Gutes. Ja, kommen wir zum Preis. Der ist natürlich ein bisschen teurer. Sag ich leider gleich. Es gibt den auch nur bei Snuff and More. Hier kostet er 7,99 €. Das wird aber sicherlich daran liegen, dass mit dem Import und so von der Schweiz alles, ich habe ja selber mal ein Paket in die Schweiz geschickt, das ist alles nicht so ganz so günstig, weil die Schweiz ja nicht in der EU ist. Schlau übrigens. die Schweiz ist ja nicht in der EU und das wird sicherlich damit zusammenhängen, dass er leider dann ein bisschen teurer ist. Aber, es sei gesagt, er kostet 8 €. Okay, 10 Gramm ist heavy, aber es lohnt sich. Also es ist wirklich, es lohnt sich. Überlegt mal bitte, ein Big Pack Zigaretten kostet, glaube ich, mittlerweile jetzt auch 8 € und hiervon habt ihr genusstechnisch auf jeden Fall mehr. Hier steckt wirklich Qualität hinter. Das merkt man. Liebe zum Detail, total genial. Ja, kommen wir zum Fazit. Ich ärgere mich, dass ich ihn nicht viel, viel früher eigentlich schon bestellt habe, weil ich habe das immer nur gesehen und gedacht, oh, weil es sieht auch bei Snuff and More vom Bild her irgendwie so ein bisschen aus, als wenn es wirklich einfach so eine Nachahmung von McCrystal ist. Ich habe mir das auch ehrlich gesagt gar nicht so durchgelesen, aber es ist doch schon was wirklich Besonderes. Total, ich bin immer noch total geflasht davon, von dem Teil. Also, liebe Schweizer, bitte weitermachen. Liebe Andermatten und Schad, wenn ihr das vielleicht mal sehen solltet. Liebe, liebe Grüße. Also, ihr habt das wirklich total genial hingekriegt, diesen Schnupftabak. Und bitte macht weiter. Gerne auch noch mal eine andere Sorte dazu. Vielleicht noch mal was anderes. Mit noch mal irgendwas, gerne mehr, bitte. Nicht nur einen, ich würde mich auch über noch mal zwei oder drei Stück noch mal gerne freuen. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ist der Haudegen, sind sie gleichwertig? Gleichwertig sind sie auf jeden Fall. Welchen finde ich nun von den beiden Schweizer Tabaken denn besser? Wobei es gibt drei, Mentolino,
aber den hatte ich jetzt noch nicht. Aber ich kann jetzt mal den Vergleich ziehen zwischen Haudegen und dem A und S. Ja, Haudegen war bei mir ja in den Top 10 drin. Ich muss aber jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, und das ist nicht böse gemeint, der A und S ist wirklich noch ein Schuss besser als der Haudegen. Das ist einfach so. Ne, der Haudegen ist auch ein super Schnupftabak und das ist auch, aber hier der A und S ist definitiv ein bisschen besser, einfach weil es nochmal ein völlig anderes Schnupftabakerlebnis ist, was sich definitiv lohnt. Ja, Bewertung. Wie bewerte ich so einen klasse Schnupftabak? Es bleibt mir eigentlich tatsächlich nichts anderes übrig. Er kommt an den Driesener. Wir können so hoch schon, so hoch können wir eigentlich schon, weil es ist Driesener, Prager. Wir können eigentlich in dieser Liga hier schon mitspielen. Er würde wahrscheinlich, rutscht er in die Top 10, weil genial gemacht, ne? Kommt er jetzt gegen Prager an? Jein! Ja, schwierig! Da sie ungefähr den gleichen Hintergrundgeschmack haben, würde ich sie eigentlich definitiv an die gleiche Stufe setzen. Kommt er gegen, kann er den Driesener überbieten? Nein, das kann er noch nicht, weil der Driesener mich noch mal ein bisschen mehr geflasht hat als der A und S. Das macht aber nichts. Ich denke mal, das ist wirklich ein Top-Schnupftabak, den man wirklich behalten sollte, den man sich mal wirklich auch gönnen sollte. Und es lohnt sich, liebe Freunde. Bestellt ihn. Es lohnt sich. Definitiv. Deswegen bekommt der Schweizer A und S von mir 9,5 von 10 Punkten. 10 Punkte hat der Driesener bekommen. Dieser bekommt 9,5. Und ich denke mal, das ist eine wirklich faire Wertung. Man kann ihn wirklich mit dem Prager Schmalzler definitiv gleichsetzen. Auch hier, nur man kann den wirklich so kaufen. Total geil. So, nun will ich aber auch mal aufhören zu reden. Ich möchte ganz, ganz liebe Grüße hier an meine Schweizer Zuschauer auf jeden Fall senden. Da habt ihr wirklich was richtig Geiles fabriziert. Da könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Und das macht wirklich Spaß. Und der wird auf jeden Fall in mein Standard-Repertoire mit aufgenommen, auch wenn er ein bisschen teuer ist. Aber es ist genial. Super, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann kümmern wir uns... Ach ja, morgen geht's ja weiter. Montag mit Dip und jetzt gleich um 20 Uhr kommt dann auch diverses Bier mit dem Vatertagsspezial. Also da bitte, liebe Leute, solltet ihr definitiv auch einschalten. Das war hammerlustig und da gibt's ganze 4 Biere, die wir reviewed haben und das solltet ihr euch ansehen. Also, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss, macht's gut und wir sehen uns zum nächsten Schnupftabak oder Dip oder Snooze oder was auch immer wieder. Bis dann, tschüss.